Also mal schöne guten Abend noch von mir, hier bei dieser kleinen Table Ronde am Kader vom sicheren oder mehr sicheren Internet. Also zu den Ruckelzigkeiten von unserer Gesellschaft gehört, meine ich, so einer Zweifel, die sexuelle Ausbeutung von Kindern, dass das einen kaum mehr gut zu machenden Missbrauch, den die unterschiedlichsten Formen unheulen kann, an ich meine, wohl niemals zu entschuldigen. Gerade durch die neue Kommunikationstechnologie, aber man hat auch ein bisschen nur gesehen, wie das Internet sind dem Missbrauch weiter Tieren abgegangen und nicht viel, den sich bald wie Muncherin hat Bam erinnert sich, Raumschiff Enterprise, wir entdecken permanent neue Welten. Aber weil ich keinen davon tolerieren darf und tolerieren will, muss ich unter anderem dafür sorgen, dass das Internet mir sicher geht und dass die armseligen Geister, die auf so Fotos, wie die, die wir gesehen haben, darüber flippen, dass die nicht mehr auf ihre Kaste kommen. Madame des Sitzenden, Charles Gillander von der Polizei, den Bob Piron vom Parquet und den René Schlechter von Lisa Stopplein, sie stehen als Rieder Nenfert. Das können meine Frauen sein, aber besser als wenn es eher Frauen sind, dann kommt auch ein bisschen eine Bewegung. Dafür nicht zicken, wenn ich etwas auf der Zunge brennt, los, das nicht du brennen, raus damit der, zu aller Mämt. Ihr müsst damit der, nicht bis zum Schluss fahren, ihr könnt das also zu aller Mämt machen, einfach diskret oder Männer diskret handweisen und dann an der Mama. Da geht da doch vielleicht mehr einen flotten Austausch. Alles wird gut organisiert, das wird so ein Zeitkader, der die Wes vorbringt, sich anlösen kann, wie lange sich Energie auf diesem Ofen nach oprecht halten muss. Also feiern und nicht, plus minus hat man gesagt, dann als Schluss, inklusive Frauen aus dem Saal. Und dann geht es für die, die dann Straßdrischen haben, geht es dem Party von den Organisatoren offeriert. Voilà. Ich fange nun sozusagen als Warm-up mit einer Frau und den René Schlechter. Da steht, wenn ich auf den Internetseite von Lisa Stopplein geht, ouvrir sa mec, meine Josette, signaler un contenu illégal. Tja, du hast dann natürlich Frau René Schlechter, was das dann lo illegal? Ja, also für Lisa Stopplein Sachen, die du kann melden, als illegal. Eben Child Abuse Images, also Bilder von Missbrauch von Kanner, Rassismus, Revisionismus an Diskrimination, an Terrorismus, also Abruf von Terrorismus. Aber unsere Hauptstoßrichtung sind sicherlich Bilder von sexuellem Missbrauch von Kanner. Was sind dort Grenzen? Wo kam dann irgendeinem Kleiderkatalog, was man gesehen hat, da Reklame ist für flotte Kleider, an einer Pose, die in durchaus mit Pose von einer Wurzeln vergleichen kann, was du ein bisschen keine Kamera guckt. Ist das etwas, was schon illegal ist? Nein, an dem Sinne, dass zu Lützeburg, denn ich sage mal, die juristische Karte relativ strikt, also zu Lützeburg geht von, an ich meine, am Gesetz geht auch von, ich weiß nicht, den Terminus, Kannerpornografie genannt wird, wie auf alle Fall muss ich Genitalien von Kanner gesehen. Ja? An dem Sinn ist es ziemlich eng gestrickt. Ja. Also sobald mannerjährig an Kanner, die an irgendwelche sexuellen Handlungen verwickelt sind oder wo ihnen hier Genitalien gesagt, wäre zu Lützeburg an dem Sinn illegal. Das ist ein Foto, wie wir hier gesehen haben, das Mädchen von vier, von Hanne, von Rietz, von Hanne, von Uwe, von Ugedun. Streng geholt, also wir gehen die auch immer weiter. Wir machen, wenn das illegal wäre, ich habe auch so gelöst, dass am Moment da ein bisschen Bewegung an dem Dossier kommt, weil ich denke, wenn da die Fotos hier gesehen hat, die sind eindeutig an ihrer Intention. Da ist gar keine Diskussion drüber. Ja? Und ich gebe eine gute Entwicklung von Wagenet, die hier Sachen auch klar als illegal geben können. Weil flott sind die Fotos, ja nicht? Nein, also wenn wir so Sachen wie das hier gemeldet kriegen, die gehen wir auch grundsätzlich weiter. Wie viele der Meldungen kriegt ihr da pro Tag?
Oder pro Woche? Ich gebe so pro Jahr. Da muss ich meine Statistik. Letzte Woche ist ja kein Volk von Denunzianten, mehr aber werden sie sich bei ihr schmelden. Ja, da warte ich für exakt zu sehen. Also ich nenne nur die Chiffren, die mir und weitergelegt haben. Das waren 2009, 133. 2010. Weitergelegt hat hier und Police Pack. Genau. Okay. Also mir konnte 600 Signalemente am Bereich Pornografie am Jahr 133 weitergehen. 2010 wohnt er 178. Und letztes Jahr hat man am ganzen Mann Signalemente an der 147, die mir weitergehen. Was waren das für Sachen? Ganz gemischt. Also mir ging auch am Zweifelsfall. Heinz tut der Bilder, wo da nicht genäht kann, so ein Assetolo 18 oder 17 oder 16 oder was auch immer. Da, wo man zweifeln haben, gehen wir weiter. Mit so den de Grofen, die Bilder, die wir aber kriegen, sind also so präpubescent, kann er also ich da 8, 9, 10 Jahre. So. Und das hört sich dann nicht damit zu tun, dass wir die Sache gemeldet kriegen, die quasi am öffentlichen Internet zu Pfanne sind, die ganz hart Geschichten, wo Babys vergewaltigt gehen oder so Sachen, hatte mir bis noch nicht, mir das tut wirklich jetzt damals zu dienen, dass die hört ich vielleicht an die Pyramide, das was mir gemeldet kriegen, als ganz klar aus dem innersten Teil von der Pyramide, von den sogenannten Viewers, alles was darüber rausgeht, kriegen wir auch mal schon vielleicht gemeldet, aber da können wir mal auch der Menschenskunde checken, um was es da geht. Weil für die Sachen zu gucken, müssen genau. Da ja eigentlich da selber Mamba gehen, selber straffällig gehen. Bezahlen oder so, und da ist für uns ganz klar Grenz. Also wir gehen an dem Sinne nicht proaktiv hier, wir sind ein Ring Blackbox, wo die Leute Sachen melden können, und wir gehen nicht weiter, da wo es... Mir auch die Sachen, die illegal sind, muss ich auch gucken. Ja, ja. Das ist aber nicht ganz legal, oder? Nee, wir sind da am großen Bereich, wir haben ein Arrangement. Also ich vertraue nicht. Mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft, dass wir das dürfen. Und wir machen an dem Sinn auch ein nützlich Arbeit, an dem wir quasi schon, ich sage mal, vier gefährliche Dossiers und Polizei weitergehen. Der Tischland Polizei ein Signalement von uns kriegt, weiß aus Erfahrung, da lohnt es sich, sich drum zu kümmern und zu gucken, was das ist. Also ich meine, wir machen ja in dem Sinn eine Art Filterung für die Polizei. Ich meine, vor allem in Deutschland, wo den Deputierten Gauf den auch gesagt wurde, Gauf für Studienzwecke die Sachen da gucken, das wird ja nur aber keinem wirklich geglifft. Ich habe es bei der Schmelltut, dass ich dafür drauf fand, wie ist es du, die Moment mit der Strophpaket, weil ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die Angst tun, für das zu melden, weil sie nicht wissen. Ja, das ist aber eine Idee bei der Lisa Stopline. Ja, ich habe für von Blackbox geschwärzt. Bei uns kann ich nicht anonym melden, und wir sind nicht direkt mit der Police zu dienen. Ja, also da das wirklich, ich gehe in den Sit, gehe in den Internetadresse an, die ich gefunden habe, kann ich kurz dabei schreiben, um was es geht, und dann hört es sich, ja. Aber wenn ihr etwas wollt gewürgen, muss ich zurück auf die Seite gehen, sein Signalement abrufen, dann kriegt ihr eventuell von uns mitgedeilt, dass es auch Kompetenz ist, oder dass wir den Police weitergehen haben, oder eins, da gehen wir auch persönlich Rotschläge, wenn einer uns selbst von Facebook meldet oder so, wo wir auch dann streng gehalten ist, nicht kompetent sind, wo wir auf eine Rückmeldung gehen. Ja. Mehr für die andere Frage gebe ich gerne Juristenantworten los. Im Kindermissbrauch ist es ganz klar so, nach dem neuen Gesetz, dass er eine Obligation hat, das zu melden. Wie ist es, wenn ihr bei euch etwas findet? Gibt es da eine Bestrafung für die Leute, die abgeben, ob etwas Auffälliges fallen und dann nicht geben melden? Da muss auch ein Jurist fragen. Also, weil das kriege ich mir ja per Definition nicht gemeldet, oder sind nicht out. Ich ging so in eine relativ allgemeine Regel, die ihn da hat, die ihn meinen Joch kann aufwenden, das ist einfach viel zu sagen.
Wenn es eine Strafe dort besteht, dann hat er natürlich auch immer ein Victim. Minder, wenn er die Strafe dort vierhund laufen lässt, respektive das Risiko hält, dass das Kind vierhund abusiert wird, eben für das zusätzlich viel mehr produziert, die Foto geholt wird oder in welcher Form auch immer die Abüen stattfinden, dann möchte er sich zumindest einmal schuldig einer Non-Assistance à la Personne en Danger. Das ist, da sind allemals Gehälle, wenn er das festgestellt, für das da für uns zu melden, weil sonst riskiert ihn du effektiv selber sich Poursuiten zu exposieren, wenn ihn ob so etwas fällt und nicht reagiert. Ich kann vielleicht doch so, dass die Konsultationen von pädopornografischen Materialien auf Stroh stehen, weil gesagt wird, das geht den willentlich sehr mal auf sich. Das heißt, wenn ihn durch Zufall drauf fällt, als das nicht strafbar, wie gesagt, dann ist es eigentlich immer überhaupt das zu melden. Wobei ich aber auch nicht will sagen, dass die Leute, die kommen und einfach irgendwas von ein paar Mengen, ging ein bisschen warm gehen und ging hin auf Schluss kommen, einfach mal gegen Mengen, dann gingen sie sich als guten Mörderbestand von der Polizei wollen durchstellen. Also, und sie hätten dann aber durch Zufall etwas entdeckt, währenddem sie sich am Mörder wirklich konsultiert haben über eine lange Zeit. Das ist nicht, was ich da will sagen, aber das aber nicht ausgeschlossen. Also ich ging so an am Großteil von den Fällen, also so, dass die Leute das schon ob sich gehen, dass es echt rar ist, dass ihnen durch Zufall ob so etwas fällt. Aber es kann aber durchaus mal sein, dass es so etwas durch Zufall einem effektiv ob der Computer um Computer abfällt. Und wie gesagt, dann möchte ihnen sich keinesfalls strafbar, weil sie den hier nicht abgesichert und sie den hier auch nicht können. Wirklich wissen, was da gegen durchkommt, und dann ist es wirklich überhaupt für sich bei der Polizei zu melden, und dann wird ihnen doch kein weiteres Problem, die ihnen da irgendwie die noch durchkommen. Also, der René Schlechter lässt sich da nicht hören, der schickt der Polizei und der lässt ihn da direkt auf der Festplatte, für das nicht oben sein kann, ihnen da gucken geht, was ihnen den ganzen Tag sich da angezogen hat. Genau so lebt es. Scherer Gilander, und dann, da guckt der Richter, du, na, was passiert dann? Das muss ja Stunden nach Stunden vor gucken gehen. Man kann auch schon vor der Stunde, muss ich wirklich sagen. Es kommen viele der Sachen so nicht von der Lisa Stopplein und da muss ich natürlich relativieren, dass da wirklich dabei sind, die nicht drin fallen, weil so ein Kanner oder so auf einer Grenze sind. Und da sind wir am Grenzfall, gehen wir echt da die andere Seite, dass wir so mehr postulieren, das tun nicht. Wann da dabei sind, dann effektiv, dann muss man prozessieren. Das gehen auch die meisten Stunden da noch, wie das, wo ihn dann auf der Internetseite gesagt hat. Das will ich den aus mir langsam und so. Was sind dann die Grenzen vom Internet? Man hat da gehört, gesehen, das geht ja an ein paar Stunden rund um die Welt praktisch. Da gehen Spuren verwischt, da können dann ja, nicht immer so selbst machen, wie das eigentlich ist. Das ist das, was Leute meistens tun, oder die meisten Leute bei uns nicht verstehen. Sie denken immer, man, da geht das hin, da braucht die Polizei dann nicht mehr zu gehen. Und die löschen das hin, und dann ist die Sache ja gehalten. Dann hängen wir meistens mit dem Ausland, hier in Lützburg sind da auch, oder stehen da aber wenig, die meisten sind im Ausland. Und das geht natürlich ein langwieriger Prozess für diese Länder, über die richtigen Kanäle zu suchen, die muss das da löschen. Teilweise sind die Länder, die nicht mehr schaffen, wo sonst nur mal die Gesetzgebung noch nicht so. Gut nach besser, bleibt ruhig. Wie gesagt, das Internet, das geht über das ganze Feld und das ist schwierig, dann so ein Sit zu stoppen. Aber wenn man auf der einen Seite stoppen, dann sind irgendwo in der Dinge mehr, dann nehmen wir ihn ab. Das ist, dass man einfach raus von der Weg konsumiert, wie den da drauf setzt, oder? Teilweise, manchmal, weil die so Sitte machen, die wollen sich schon nicht holen lassen. Die bleiben noch nicht lange auf derselben Platz, mit die anderen bougieren, also das ist schwer. Wie gesagt, du hast letztes Jahr wie zusammen mit Interpol aus? Also, du musst so ganz gut, also das läuft formidabel. Wir gehen auch um die XE-Datenbank da hochgeschlossen, die Bestrebungen, die laufen. So, wenn wir etwas finden, wir checken hin, wenn wir etwas brauchen, kriegen wir den Support, also das ist kein Problem. Was ist Support? Support ist zum Beispiel, wenn wir wollen wissen, wir fanden, ob ich einen Computer, eine Serie von Bilder, wo wir der Meinung sind, wie viel da gesagt wird, geht die Serie schon. Nicht, dass wir da probieren, irgendwie etwas rauszufinden, wen kennt das da sind oder an der Firma Interpol, hat ihr die Bilder da schon gut, oder wir schicken ihnen die Bilder, weil sie vielleicht einen Teil von dem Puzzle haben,
aber nicht alles von der Serie. Und wir kriegen dann noch das Feedback, geht es das oder geht es das noch nicht. In dem Sinne schaffen wir zusammen. Was ist mit 120 oder Bommel leer, wir haben nachher mal nicht. Ja. Wie ist das dann bei den Leuten, die so Fotos und gucken, wenn ich verdirbe da denen den Appetit, wenn ich greife da dazu als Lützebäuer Police? Bei sich, sobald wir wissen, wie das, dann schalte denke ich, muss in der Stimme da. Von dem Moment, du gehst auch so, wer Schluss. Dann kommen wir alt Material sichern und du hast die für die Beweise zu sichern, dass es zu einer Uklug hat. Und dann könnt ihr ganz sagen, ob die Gerichte Papier und Fingmanier gehen dann so Fälle behandelt. Ja, da ging ich meinen, wenn ich von der Prozedur hier gucke, kommen wir dort zu einem Zeitpunkt normalerweise schon ein Spiel, wo eine Person auch gut identifiziert ist. Das heißt, du hast den just die Information, dass von einem gewissen Computer entweder Material, pädopornografisches Material aufgelöst gehen als respektiv konsultiert gehen als. Und dann muss ich natürlich gucken, wen als den Nutzer von dem Computer, den muss ich nicht mal identifizieren. Das geht dann über den Weg, dass den Untersuchungsrichter sich sehr gut dann eine ganze Reihe Ordonnanzen kriegt, die ihn dann eben einmal haben, dass mal den, den Proprietär, respektive den Nutzer vom Computer, wo das Material dann aufgelöst gehen als respektiv konsultiert gehen als zu identifizieren. Und da können eben die Etappe, wo der Gil andere Logo so tut, dann schaltet dann durch irgendwann von ein Kehr unter dir an, dann ist natürlich den Dossier so richtig am Gang, dann wird die Instruktion daneben gemacht, für sämtliche Beweise zu sammeln. Die Person wird vom Untersuchungsrichter auch beschuldigt und wird dann darüber genug Elemente am Dossier sind, renvoyiert durch die Chambre du Conseil, könnt dann auf das Gericht und wird dann da an eine Sitzung zitiert. Und dann ist natürlich von Gericht zur Konklusion kommt, dass sie da genug Beweise, da sie respektive, dass in der Person kann nachweisen, dass pädopornografisches Material konsultiert wird oder aufgeladen wird oder viel schlimmer nach diffusiert wird, dann gehen eben da entsprechend Strophen geschwärzt, die ihn aber da muss ihn aber auch klar sie funktionieren sie ganz viel von einerseits der ganzen Unzahl von Bildern, die gefunden im Computer bei der Person, und aber natürlich auch von der Art und Weise von den Bildern. Das wird auch noch geschwärzt gehen, was als Anfang ein pädopornografisches Bild. Aber da gibt es Definitionen, da gibt es zum Beispiel eine Konvention, ich werde die Protektion von den Kanadiern, ich werde von der UNO ausgeschafft, dass du gerade durch ein Protokoll fakultativ dazu den Lützebrüch erschrieben hat, und du also eine Definition von Pädopornografie dran. Du hast gesagt, dass es sowohl kann bei sexuellen Akten gewisse gehen, respektiv, wann ein Sexualorgane von den Kanadiern ob die Bilder kann erkennen. Und dann muss ich natürlich gucken, das sieht nur alles, das sieht aber auch gut nicht. Da sind dann natürlich Bilder, wenn ihnen die gesagt, da geht es einem schlecht und da geht es anderen, da geht es einem nicht unbedingt gut oder ganz bestimmt nicht gut davon, aber nicht gerade so schlecht wie andere Bilder, die ihnen dann eben gesagt haben. Und da gibt es, wie gesagt, Leute, die haben 70.000 Bilder am Computer und andere, die 150 am Computer. Und das natürlich spielt dann auch mit der Strophe, die dann um Gericht gesprochen wird. Du hast den bei der, der Konsultation den Strophmaß zwischen einem Jahr und drei Jahren festgesetzt. Bei der Diffusion hast den Strophmaß bis fünf Jahre Prisonstrophe. I would like to know some statistics from police. Can I hear some statistics from, like we heard from Lisa, from you and from you, about hits or reports?
Ja, aber die Statistiken sind so. Also, wir sehen, dass pro Jahr hat man von 2009, 2010, wenn man ab 20 Fälle, die man in dem Dosen beerbigt tun, wenn aber nur am letzten Jahr schon um 40, 46 Fälle abgeklommen ist. So, das sind eigentlich so ein die Phänomen do von dem Internet, das breitet sich immer mehr aus. Was man zu tun hat, dass früher hat nicht alle Menschen Computer, heute hat alle Menschen mindestens ein daheim und nicht noch mehr. Es geht immer mehr einfach für die Bilder sichern zu gehen, dass der Multiplikator, den dran ist, hat mehr Computer, wird immer mehr anbieten. Und die andere Sache, jeder fühlt sich ein bisschen sicher daheim. Wenn man sich ein Kümmerchen setzt, dann löst sich die Sachen auf, fühlt man sich sicher. Wenn man in Freier hält, wo der Computer noch nicht ging, ich meine, du hättest schon geschwäst, wenn jemand in den Bilder über die Grenze gefahren ist, dann hat ihn der aus einem Männerland mitgebracht, respektive hat ihn mal verdächtigt, müssen herausfinden, wo fanden diese Bilder. Wir haben das extrem einfach mit den Sichtmaschinen, mit den Chatten, eh sind die Männer nicht an. Das ist immens einfach. Und für die Zölle, die geht wirklich an die Jahre immer mehr an die Lut. Ich versuche dem Scherling vorstellen, das hat ja keine größer Kunst als Verbrechernetzwerk, engem seinen Computer zu hacken und dann für sich den als Relais zu gebrauchen für seine kriminelle Tätigkeit. Und ich kann in dem Sinn ja auch über Computer massig Bilder draufsetzen, ohne dass den Proprietär jemals die Bilder gesehen hat oder sich bewusst ist, dass die Bilder da drauf sind. Natürlich, ich kenne nur so ein Opfer gehen, ohne dass der Verbrecher mich persönlich zibliert wird, einfach nicht mehr, weil mein Computer schlecht geschützt ist. Und dann also, ich bin froh von den Mäuern, die ich am Platz setze, kann aber auch sein, dass ich bewusst zibliert gehen, dass man so etwas immer gejubelt geht, für das Herrn ich würde mein Computer verdacht auf mich fällt, mit einer Tätigkeit, die gut nicht von mir ausgelesen ist. Wie behandelt ihr so einen Fall? Das ist, wenn ein Mann wirklich, oder eine Frau, ich will keine Diskrimination machen, wenn sie wirklich sieht, hey, ich weiß das nicht, ich weiß nicht, dass mein Computer das tut den Hut. Das ist nicht total von der Hand zu weisen. Nee, ich meine, die Sache geht nicht effektiv. Wie gesagt, wir beschlagen mit den Computern, die geht bei uns Nouvelle Technologie, die Sachen also nicht holen. Auf hier, dass ich so Sachen draufkriege, muss dann so eine Software mit draufkommen, weil ohne Software geht es nicht. Ich muss ja irgendwie auf den Computer kriegen. Sämtliche Virus oder wie auch immer, den ich mitchecken. Und dann von da aus kann ich es draufsetzen. Natürlich, die Virus, den hast du mit drauf. Und zu dem Moment gesagt, ich noch, okay, du hast ein Virus, ein Botnet oder wie auch immer, den ich mit draufkriege. Und da kann ich auch so die. So nicht mal die Aussage von dem Herr oder von der Madame, die ist glaubhaft, dass sie nicht damit zu tun hat, dass sie irgendwie die Bilder draufgesetzt gut wird. Also das nicht von der Hand zu weisen, mit das aber zu beweisen. Ja, nee, dann hast du das du unwissentlich gemerkt. Ich meine, natürlich hast du nicht gemerkt in dem Sinn. Nee, das ist nicht wissentlich und das ist in sich ein harter Punkt. Mir tut ja auch, wenn der Leute dann so mal ist, Fredo, aus dem Bettschelle geht dann Mattwelt will nicht. Und, wie reagieren Sie da? Streiten Sie da doof? So und so zum Beispiel, hast du keine Ahnung von den Fotos, hat ihr dem drauf gesagt oder geht es durch Schuldgefühl, was ausgedrückt wird? Ja, das ist wirklich auch unterschiedlich. Die einen, die so praktisch die Frau, dass sie wirklich dahin erkennt, weil sie können sich nicht outen, sie können nicht so und sie können ja auch nicht bei ihr gehen. So, und habe ich schon die Probleme, ich gucke gerne so Bilder. Und die sind irgendwie erleist, dass endlich Polystores, dass irgendwie das Lohn muss in ein anderes Leben aufhängen. Da sind sie weggehen. Und andere sind die so ganz klar, nee, das tue ich nicht gemerkt. Also das muss von irgendwo entweder weinen auf meinem Computer oder könnte ich den Opa oder die unmögliche Exkuse kommen, da vier zu zählen. Also das ist so gut, dass ich ihn wieder da hat. Herr Piron, was sind Ihre Experienzen da mit Leuten, mit denen zu denen hat? So, ich ging mal mengen, dass ich für die Kind so und auch zu der Zwischenfuhr, die Kommers, tatsächlich, dass ich da lo Opfer gehen wir von seiner Verschwörung oder ähnlichem. Das gibt ja auch mal so Erklärungen von Beschuldigten, die ihr kriegt. Muss ich aber mal sagen, das ist nicht sonderlich glaubhaft, wenn ihr dann da Computer voller Bilder hört, die kommen nicht an einem nur da rüber auf den Computer. Da wird ja dann auch ganz oft festgestellt,
wenn nie die Robgelöde gesehen, das ist ja meistens auch dann an Etappen gesagt, wo das geschieht, dass das ist, da gibt es zwar wohl Leute, die versichern, mit so einer Erklärung zu kommen, aber da muss ich aber auch aufpassen, weil möchte nicht besser, wenn ihr noch Gericht könnt, mit einer Situation, die aber doch klar ist, und dann will den da aber noch mal der Erklärung kommen, die den Stross nicht halten. Es gibt aber auch ein ganz reihe Leute, die an das, wie Herr Gielander gesagt hat, hat die bald den Eindruck, dass sie zwar sicherlich nicht glücklich sind, dort zu stehen, aber auch vielleicht nicht bewusst darüber sind, dass nur aber etwas geschieht. Weil ganz oft ist es dann so, dass sie entweder schon durch ihren Avocat am Vierfeld von einer Sitzung beruht, die sie noch gesagt hat, und wir vielleicht aufruht, für sich auch ein Tratement zu erzählen, für die Problematik da tratieren zu lassen. Und das weiß vielleicht schon mal die Resultate respektive. Sie wissen selber, dass so ein Tratement, ob sie durchkommt, am Rahmen von gegebenenfalls einer Prisonstrafe, die man dann im Sursis probatoire, also mit der Kondition, sich dann eben ein Tratement in der Zeit gesprochen hat. Und sie wissen, dass das ihnen, oder sie hoffen mal, dass das ihnen hilft und dass sie eben an der Situation, wo sie dann eben Fedro waren, nicht mehr um sich fanden. Also da wurde ihnen, wie bei all anderen Affären, die in das Gericht kommen, eigentlich von allem Reaktionen von einem, den, wie gesagt, alles ohne große Umweh erzeugt, bis zu dem, der wirklich stammert, aber Erklärungen könnt, wo ihr seht, man möchte wollen, das können wir einfach nur so nicht geliefern. Also so großen Zweifel oder so gut geliefern, ich kann ihn dann einfach nicht sehen, für dann einfach so. Mit kann natürlich auch so eine Schuhe eigentlich nicht gemacht, ich habe just Bilder geguckt. Das kann ich machen, das ist das Problem aus dem, dass das auch strafbar ist, Bilder zu gucken. Das ist aber vielleicht bei der Flut von Bildern, wo man dachte, ich habe ausgesagt, sind schwesend. Also, im Prinzip ist es natürlich. Mehr als mehr, damit in den so ein Foto guckt, den sitzt du hier in seinem Büro und der guckt ein Foto. Der versteht vielleicht nicht, dass er kommt. Vielleicht noch dazu so nicht Menge, für das in die Foto gucken müssen, die Foto nicht wie produziert gehen. An dem Moment, wenn sie produziert gehen. Wir müssen sich Gedanken darüber machen. Ich denke, den, die für den Computer sitzen, möchte zu dem Moment keinen Gedanken darüber. Wahrscheinlich nicht in der anderen Theorie für die Bilder zu gucken. Aber Fakt ist aber effektiv dadurch, dass er sie guckt. Und dadurch, dass viele Leute zu gucken, gehen da auch immer mehr produziert. Aber wenn ich wirklich merke, so den Überschlag hält, dann ist das natürlich ein lukrativ Geschäft. Und ich nämlich gesagt, wenn ihr auf seiner Internetseite kann verdienen, wenn ihr bedenkt, dass ihr 50 Dollar oder so für einen Monat bezahlt, aber wenn man da schwätze von, wie man vier dann in den Zöllen gesehen und wie viele Leute das gucken gehen, wie viele Leute das pro Monat auf seiner Seite gehen und noch dafür bezahlen. Dann kann er sich vorstellen, was die andere Seite verdient hat. Ne? Mhm. Und das kann ihn mehr sicher machen, wie wenn er Drogen verkauft. Dann leihen sich von einer relativ sicheren Platz, hier wird aus dem Ausland, brauchen wir nirgends zu reisen, kann ihn von überall machen. Wenn ihr gesagt, wie die Zöllen aber zuhören, dann schreckt doof, schreckt und die schreckt nicht doof. Ja, weil die Clique noch nicht gefallen ist, dass ihn erwischt kann. So. Das ist noch immer, dass ein Unhalt, es sitzt nachher, wie soll mich gesehen? Kann ich okay mich rausfahren? Ich weiß okay, wen ich an dem Computer. Das ist einfach ein Trugschluss von den Leuten. I have two questions for Mr. Sadeh. The first, if what will you do if in 20 years you will find pictures like these? Can you still do something or if you will find them in 30 years or whatever? Because here I think we saw some more recent pictures and then you can do something against the people who put the pictures on the internet. And what will be if the pictures are older one day? And then I have another question. Is there a typical person who puts these pictures on the internet? Is it mainly men or are there also women or maybe younger people who put them on the internet? And is it mainly people who know the children, family members, parents, uncles, or are there mainly people who don't know the children, like we saw in the example? So, to your first question, since we have so much material, as you saw,
And as was mentioned here, indeed, nowadays when you arrest a pedophile, he might as well have 500,000 images and movies on his hard drive, because volumes and prices of storage have gone down so much. Then, of course, if we see scans from Lolita magazines from 20, 30 years ago, and we have material that looks like it's been produced this year, we would prioritize ongoing abuse or stuff that is easier to solve, too, because the victim still looks perhaps similar to what you see in the images. I would wish that one day we would get to the offenders that were starring in some of these, in older material. Obviously, the magazines were produced when this was not illegal as is, but stuff that is 10 years old and is definitely illegal, we would like to investigate. If there would be a series that has enough details, I think investigators would start with it, even if it's that old. And of course, these things will continue circulating probably forever. As for a typical offender, I wouldn't say there is one. In my view, the offenders we come across and the countries report to us are from all socioeconomic backgrounds. They're with families, without families, businessmen or other, any occupation. They're sociopaths, or they're very integrated in society. They're the best father in the neighborhood, or they're a weirdo. There's everything. What I can say is that the production of material, there is some commercial production, but those websites, running a website of that sort doesn't mean that they produce the material. They might as well collect it from all over and just offer this database for the offenders who want to consume it. The actual production we see in images is mostly private made, homemade, if you want. And there I can say it's most often a man abusing. It's quite rare that the woman is abusing. And even in the few cases where we do have women abusing, it is often to satisfy some man, often an internet connection, again, relation that tells her, do this with your daughter, do that with your son. Although there are a few individual female offenders we do come across. So the majority are male, and indeed the majority do know the victim. I would say the majority are the father or the partner of the mother, or some legal guardian of a form, a teacher. So people that the victim knows. Those are also the crimes you won't hear about so easily, because the victim is trapped inside this environment. And they don't want to ruin the family if it's the father and send daddy to prison. That is, if they understand it's wrong, because at certain ages, it seems that the kids are not really aware that this is not what dad is supposed to do. So there's this. There can be threats from the offender. Obviously, keep this quiet. The crimes you do hear about and will have reported on without a proactive investigation of pictures or material by the police would be the ones where it is someone unknown who violently attacks a kid in the outdoors, and then there would be a complaint following this, because the parents would take this forward. I hope it answers your question. Gut, ich wollte fragen, was so Prävention selbst gemacht hat an der Schule, weil es kann auch immer mehr Jungen, die an Chatroomen reingehen, und was mehr Jungen, sie werden sich ja echt da influenzieren lassen von ihrem Vis-à-vis, wo den sie nicht gesehen wahrscheinlich. Ja, also ich denke, da ist wahrscheinlich viel zu machen. Also wirklich in den Teil, wo Kinder oder Jugendliche sich selber vorbringen, kann ich nur ein gut Präventionsarbeit machen. An kann ich nur ein Präventionsarbeit machen, par rapport zu Sachen, wie hei genannt ging, das mit dem Grooming. Also, dass in der Kanne auch, mit auf den Weg geht, was die Gefahren sind, wenn sie sich mit einem Allosen, den sie nicht kennen,
denen schrecklich sympathisch ist, den ihnen viel Zeit schenkt oder ich weiß nicht was, ja, da sind sie da wirklich drauf hinweist, dass das ein reell Gefahr ist. Ja? Aber ich denke, die größere Gefahr ist nach der, wo sie sich selber auch exponieren oder wo sie sich selber erpressbar machen. Ja? Weil, also zum Beispiel so Geschichte mit Webcamen, sind sie ganz schnell an einer Situation dran, wo sie kaum nachher rauskommen. Weil da doch dann etwas ist, wo sie sich nicht trauen, man denkt drüber zu schwätzen, und da lassen sie sich eventuell auf Sachen an, die in immens schulden. Also ich finde es voll durchdrehen von ein von Dingen, von Hilfe. Was das da mit einer Webcam? Webcam ist ein genial... Das wollten die unbedingt auf dem Computer auch drauf. Nee, Webcam ist auch eine geniale Geschichte, also dass ich bewusst für ihn sie nutzt. Für Webcam kann ich wirklich, davon haben wir alle gute gedreht, dass man ein Telefon hätte, wo man uns auch gerne gesehen. Wenn er ihn richtig nutzt, also das, ja. Mit Webcam als ob er einen kleinen Schirm daheim an ihrem privaten Raum, eventuell an ihrer Intimität, ja, an, wenn er 13 Jahre alt ist, an für den neuen Freundchen, da will dem auch vielleicht mal schon etwas bitten, und dann hat er sich noch mit das gesehen, an Ofis, das sieht frei für seine Dinge, und da gehen dann alle Repäre verloren, ja, und dann ist das ein intim, eine Privatsphäre, mehr, vielleicht ist das nicht so intim und so privat, wie die Mädchen sie an der Situation Tisch andere können da mal gucken. Entweder können andere matt gucken oder der Junge, den 3 Wochen drauf die Kurve kriegt, holt den Film abgeholt an möchte dann etwas damit oder streht den Film oder was auch immer. Also, Webcam ist eine Geschichte, wo ihn einfach muss der Jugendlichen an Kanner, an wahrscheinlich auch vielen Erwachsenen, mal auf den Weg gehen, dass sie ihre Pären nicht verlieren. Mhm. Und die verlieren den gern par rapport zu dem neuen Medium, weil man nicht wissen, wo dann sie verirrt genäht. Von Herr Schlechter, also das ist auch an der Reihe, dass das anonym ist, dass ich weiß, ob das kein Mal mehr. Wie kann ich an sich den durchschnittlichen User sonst da mal vorstellen, den sich bei ihr schmeldet? Gehen nicht durch die Statistiken, sind das keiner jugendlich erwachsener? Oder ist das wirklich 100% anonym? Das ist total anonym. Und ich muss auch so ehrlich gesagt, ich bin froh, dass man nicht wissen, wie man das meldet. Ja? Weil natürlich auch teilweise Leute, die ja Kontakt offensichtlich mal so kontinuier sind. Ja? Und ich stelle mir nicht zu viel froh, über die Leute, ich, meine Rechtfertigung für mir selber, für was ich den scheiße Job auch noch machen, mit meinem Kollegen, dass ich mein Sohn, mir meinen Sisyphus arbeite, ja, mir all Foto, all Bild, all Film, wo wir können dazu beitragen, dass ein Do, wo ein Ass verschwindet, so und ich, immer etwas gemacht, und da sind wir auch an dem sind ein Opfer schuldig. Ja? Und dann ist mir scheißegal, wie alle ein Foto ist, weil auch eine Frau, die 34 Jahre beim sexuellen Missbrauch gefilmt oder fotografiert gehen ist, muss man damit leben, dass es die Foto gibt, die weiß das ja. Und das fand ich die verdammten Verpflichtungen, die wir alle guten zusammen haben, für die Sache vier zu gehen. Ja? Und dann, natürlich freue ich mich auch, wenn dann Heinz da auch ein Signalement dazu feiert, dass Police eine verständliche Enquete kann machen und dass sie eventuell auch Konsumateuren oder Produkteure von so Material dingfest machen. Mit wirklich so den echt Rechtfertigung für mich als all Bild, was wir können aus dem Internet verschwanden lassen, auf der Platz, wo der Moment ist, als wird echt mal gut. Ja. Dass es das Bild vielleicht nach 100.000-fach auf andere Plätze geht, da stelle ich mir dann auch keinen Frohen. Ich habe viele Plätze von der Welt, Leute, so wie dir. Ja. So wie Idealisten gibt es ja auch mehr Plätze. Genau, ja. Aber wo man dann zum Beispiel auch ein bisschen Werbung für Lisa Stoppline hier belohnt? Das ging ja ein bisschen erklären, in welche Richtung das ging. Weil ich schon selber noch nie davon erinnern. Ich war selber überrascht, so Lisa Stoppline, was soll das sein? Du willst da, wo man da zum Beispiel Werbung? Geht ihr an Schulen? Oder ja, geht auch, die wobei Internet? An der Schule hast du nicht unbedingt den Platz, wo ich muss für Lisa Stoppline Werbung machen. Wie das bis Secure viel an Schule geht, lebt Lisa Stoppline immer matt, weil bis Lisa Stoppline auch zu bis Secure gehört. Das war der gute Hinweis, dass das nicht genug bekannt ist. Vielleicht muss man da mal machen. Ja. Müsst ihr vielleicht eher Broschüren an Kinodrücke losen, die kriegen du für Cases, die sind immens flott.
Das ist ja auch nicht. Aber schon auch die letzte Köstle angefangen. Und ich stehe so überall aus. Der Gringer sind auch Menschen nach da. Mhm. Ja. Ja, aber ich wollte noch ein Wort zum Grooming sagen, der da selbst mich beunruhigt und noch fragen, wie du über die Kernsucht geschafft gehen, aber die letzte Fall, wo wir signaliert haben, dass bei Lützburg, also kleines Land, du war ein Mädchen von, aus dem Land betroffen und war aber Opfer von einem, den über die Grenze gekommen ist. Hast du die Kollaboration gut, hast du das nicht mehr schwer, musst du das nicht mehr schwer, der Mann konnte demnächst identifiziert gehen, aber bon, das ist das Problem, dass halt über die Grenze gegangen. Das wollte ich aufrufen und ich wollte auch nach einem Beispiel so noch zu dem, das ist dann noch eine Form von Grooming gewesen, zu den Mädchen kann geschehen, mit mir erlebt und das sind 13-jährige Mädchen, das hat Tickien bestellt, für ein Konzert zu gehen und hat nicht genug suchen. Und du hast du irgendwie auf Besitz gelernt und du hast den auch sein fast den sein Interlocuteur hat ihm du proposiert, ob er den Webcam hat und soll die anstechen und sich oben ohne auch Posen drehen und wir gingen da auch filmen und das wäre aber just für ihn und da kriegst du Ticket gratis geschenkt und sein Stehpap, den ich kannte, den kam du just dem Moment am Zimmer ran, wie weil du selber erschreckt, wenn sie Stehdurch das so gesehen hat, und wird das dann weitergehen, und aber mit dem Schwert, und hat aber Gott sei Dank, Mädchen hat einfach sich aufvertraut. Und war noch schon so ähnlich Fall, also wo ihn auch schon, also weil ihr könnt als, quasi als Prostitution von mannerjährigen Kanner, da sind auch Mädchen so abgefordert gehen, also sie mit Prepaid-Koden bezahlt gehen, ja? Das heißt, das Mädchen als bezahlt gehen, und das aber kein, das lässt natürlich auch keinen Trass. Du brauchst jetzt eine Nummer durchzugehen, dann Mädchen kann kontrollieren, und, ob das geht, und dann kriegt es gesagt, okay, wenn du noch ein bisschen mehr machst, kriegst du nachher einen Code auf den Card oder so. Also, da geht es, ja, das sind dann die ganz speziellen Dinge, wo immer wenn man sich für dich mit den Ohren schlackert und dann aber merkt, ja, also so Leute, die eine kriminelle Energie haben, haben am Internet immens viele Möglichkeiten. Auch an dem Haie-Bereich. Ja, und weil ich das Mikro haben wollte, schon nach Schiss zu hören, oder Antwort auf dich. Ich fand es gut und so nicht auch überall, dass es verboten ist, Pädopornografie zu gucken, überall, wo ich gelesen nicht habe. Weil lange der Fett, dass ihn Bilder guckt, schafft er ja den Besuch, dass ihn das gedrängt hat. Das würde ich zu der Reflexion von vier drinnen gehabt beifügen. Meine Frau war da mehr, von wen ich unhöre, den Schuld gefühlt. Aber wenn ich meine, dass er einfach normal live Bildchen guckt. Also die internationale Kooperation, das sind schon mal bei der Police, das funktioniert effektiv an diesem Gebiet, das ist kein Problem. Das große Problem bei dem Dota oder bei der Dota-Sache beim Grooming ist natürlich die Beweissicherung, die an einem Chat normalerweise verloren geht. Von der dargestellt ist, dass all die Sätze, alles das, was geschwert ging, ist, dass das noch irgendwie zu retracieren ist. Da geht es ja nur wahrscheinlich schwer, für auf der anderen Seite an einem anderen Land zu suchen, dass du aus dem Mädchen geschieht, wo den anderen, da sieht man, dass du uns nie gesagt hast. Ich weiß nicht, für was, dass du so Sachen zählt. Aber wo steht das dann, dass so etwas geschrieben hat? Und das ist das große Problem, wenn er nur hört, wenn es nicht richtig im Computer angestellt ist bei den Leuten, dann sie keine Trassen haben, um ihn zu fangen. Und zurückverfolgen von den Trassen, die ihn eventuell finden. Ja. Das ist wahrscheinlich. Also sind wir einfach dich heute froh. Ah, du hast eine Ränge dann. Ja, machen wir das effektiv. Ein Freund, Herr Perron, soll die nicht heute sitzen, vielleicht, also strafbar machen, wenn sie Detention von suggestiv pädopornografischem Material haben? Nein. Wenn die Leute suggestiv pädopornografischem Material auf dem Computer haben, geht es auch ein Marsch für zu intervenieren? Um die Leute strafbar zu machen? Froh aus, was die noch suggestiv pädopornografischem Material verstehen. Ja, okay, wir haben ja gesehen. Geliebt? So Bilder gesehen. Und es gibt noch viel mehr harmlos Bilder, die an einem kloren, pädophilen Kontext sind. Mhm. Ja? Das heißt,
Fotos, die du an der Vakanz von ihrer Kanne holt, mal nicht auf der Plage, einfach beim Spielen, auf der Klunsch oder so, es gehen Sitten, wo da quasi eine Zusammenstellung hat von nehmen so Fotos. Ein Pädophile braucht nicht unbedingt Genitalien von einem Kant. Ein Pädophilen funktioniert über sein Film am Kap. Und dafür braucht er keinen, nicht unbedingt explizit Bilder. Mehr Kontext. Er braucht einen Kontext, und er braucht zum Beispiel eine Sammlung von lauter Kanner, die an seinem so nicht mal Bereich sind. Ja? Dafür von der Suggestion, aller Limit brauchen gar kein suggestiv Bilder zu sehen. Das sind oft ganz normal Bilder. Und dafür soll ich auch einmal den Älteren, wenn der Bilder von ihrer Kanner an das Internet setzt, passt ob. Ja? Einfach Bilder gehen benutzt, geklaut, an einen anderen Kontext gesagt, und dann als ein Bild von meinem Klängen, ob der Klunsch, ein Bemol, etwas ganz Ernstes, wie mein Klängt, ob der Klunsch. Ja? Und ich, du vielleicht just könnt anhaken, ich meine, du hast ihn an der Hinsicht ein Handhab, dass du einen Artikel gibt, über das Material, wo gesucht wird, entweder hat es, wenn es den pornografischen Charakter hat, oder es hat den Charakter violent, oder ein Charakter, der konträr ist zur Dignité humaine, dann ist es ab dem Zeitpunkt, wo ein Risiko besteht, dass ein Minderer das Material können gesehen, dann ist auch die Diffusion respektive Fabrikation von so Material strafbar. Und ich meine, haut es dags, wenn so etwas am Internet auftaucht, wurde natürlich zu allen Momenten die Kondition erfüllt, dass das auch eine Minderheit zugänglich ist. Sodass ich eigentlich bald kann sagen, dass quasi all Material, was lo konträr als zur Dignité humaine, wo ich so Bilder wie die Toten, die in zwar lohn nicht, vielleicht ändert die strikte Definition von Pädopornografie fallen, aber dazu zählen, wo ihn dann effektiv auch ein Handhab hat. Ich werde den Toten wehen, rennen dann noch. Ja, die hat ja gesagt, dass verschiedene von den Leuten von Straftäter, was auf Haft gehen, oder liest, dass sie was dann endlich können um einen anderen Weg gehen, wäre dann an einer präventiven Optik nicht gut, wenn ich wie schon bei den Gewalttätern oder den Service wie riecht er raus, wo die Leute sich können adressieren, also dass sie Gewalttäter sprechen, helfen und dann noch sehen, weil ich schon gucken, so Fotos, ich schon sie pädophil, kann ich bei einem Service gehen, wo ich kann gehen, ohne direkt, dass ihn dann ob der Polizei denunziert geht oder wo ich begleitet geht, wenn ich selber dahin gehe. Und der andere, der schon froh ist, so, dass die Polizei arbeiten möchte, die Person, die da verurteilt, was geht denn nur gemacht? Ich meine, das ist nicht geholfen, wenn wir den nur in die Prison setzen, dann ist er wohl fort. Aber dann könnt ihr auch wahrscheinlich ein raus, was geschieht, do, dass die Person sein Leben kann ändern. Ich meine, bei den meisten Teilen von der Frau, du hast es so, das hängt durch jede Person selber, was du möchtest. Ich meine, jede Person hat zu allem Moment, in dem du Probleme hast, die Möglichkeit bei irgendeinem Psychiater oder bei einem Psychologen zu gehen und sich helfen zu lassen. Das wird keine direkte Urlaubsstelle. Ja, eine Urlaubsstelle geht es nicht. Mir hat aber die Möglichkeit, also wann er den Drang hat, für sich irgendwie zu outen, ich meine, dann ist das der richtige Platz. Er kann sich Bilder zu dem Moment löschen, sodass bis dahin einmal keiner gewohnt wird. Zum zweiten Punkt, also so, auch vom Gericht kriegen sie auch da noch immer als Opfer, dass sie eben müssen bei Psychologen oder Psychiater gehen, für sich eben noch weiter helfen zu lassen. Dass sie da ein Treatment müssen machen, also das nicht, dass denen nur an der Luft hängen losgeht. Dann hören wir die zweite Lecht und die Lecht froh wird das 21 aber 21. I have a question to Mr. Sade. You mentioned the solutions that communication service providers could be using to prevent access to material, so to not at all allow the access to the material. So how effective are such measures? Can you extend a little bit on situations where communication service providers participate into preventing access to this material? Well, the one
example I gave, which is the list of domains that are blocked, that is something very easily blocked on the internet provider's side and only on their side, in fact, and they can just put this list into their blacklist, and whoever requests anything within that domain gets a stop page or gets an error page. That's the basic. There is, and I can be hopeful that technology will get there pretty soon, there are initiatives to identify material on the fly. So to start, since we know so much material and we have databases, national databases, the international database of sometimes over a million, a few millions of images that we know are child abuse, we could, and technology is getting there, sort of extract the DNA from them. And when anyone uploads an image to an application, this application, so Facebook, for example, if they use this DNA list, they could, the minute you try to upload an image, run it against this this database of DNA and say, oh, this is a known child abuse image, you cannot upload it, and even report it if they want. So the technology is getting closer to this. We have a problem still with, we have this DNA, but it's only for identical images, so it's enough that you resize or play with the contrast and it's a new image for the computer. But the technology has evolved. In fact, there are already tools now that are able to go beyond that and look at the content, even if it's altered, and identify that it's originating from the same image. So this is something that is evolving. And all those services that I had on the screen, so any business that deals with a lot of traffic, any networking application, NetClean that I had on the screen, that's a company that offers businesses a filtering mechanism for their own network. And they implement those DNA codes and filter them out of that network. So a company, a business, a factory could choose to filter those out for the employees. I'll use the opportunity and say also for the follow-up, the question about what happens once offenders get released, I'll just mention that some countries do have a registry. It's not on the treatment side, which I think you were aiming at, but rather on the public safety side. If we take the extreme case of the U.S., in the U.S. you have a website with an open sex offender registry. You can put your address and see who are the convicted sex offenders in your neighborhood. Other countries have a registry which is only for the police. We, in fact, encourage countries to report through the Interpol message notice system. There's a dedicated notice for convicted offenders. So when it's someone who is a convicted child sexual exploitation offender, or even someone who is a traveling sex offender and has been convicted for it, this is of high interest for other countries if he's going to leave your country and travel again. These notices are then present at border controls, and let's say when this offender comes to Thailand, he shows his passport, and the computer will show that he has a notice and detail that he's been offending against children abroad or at home, and then it's up to the country to decide what they want to do with this. So that's another way of follow-up. But otherwise, service-wise, I mean, I wouldn't know about Luxembourg, but most countries do not have much of a mechanism there to help people attracted to children sexually. On the other hand, seeing the numbers, you wouldn't be able to help everyone who finds this exciting. Wir haben eine Töchterin am Alter, wir haben die 13 Jahre, und wir sind immer ganz scharf an der Facebook-Fotos, wo sie sich Hans durchstellen, am Allgemeinen, die Alters, wo sie sich durchstellen, aber egal, weiß, die halt so ganz provokativ ist. Und ich weiß auch aus der Literatur, dass ganz oft kann er auch Kompetitionen mit sich machen. Der hat sich dann verreckt, mit irgendeinem Sportartikel, mit das geht aber auch in den sexuellen Bereich. Ich wollte just vorstellen, wie weit das hat hier zu Lützeburg irgendwie schon ausgefasst oder an den sozialen Netzwerken an weitergehend gemerkt. Ob dort ein Bewusstsein
bei den Autoritäten durch mit den Kanner Sensibilitätsaktionen gemerkt, dass ich so merke das nicht. Also wenn ich just gucke, was alles durchdrehen machen und Fotos, da muss ich sich halt so Gedanken machen. Von dir du eben nicht fertig bringt, was sollen die Autoritäten da machen? Ja. Den gesunden Menschenverstand zu vermitteln. Nämlich Mensch geht gesunde Menschenverstand, aber ich kann ihn aber irgendwo, muss ihn aber klar gesehen, dass wenn ein Jugendlicher allein liest mit dem Medium, der geschieht etwas damit. Und sie machen Kompetitionen nicht sich. Die eine Gruppe, die mich da an hat, die zweite Gruppe, die mich da etwas drauf, und dann die dritte, da sind wir schon über die Grenze weg. Ich meine, Geschere kann vielleicht du. Ich gehe so ein bisschen, mir noch nicht viel, der doof hält, die wenigstens zur Unzeichen kommen sie bei Eis oder bei Eis, so kommen sie in irgendwie, weil da war der Fall ist. Für mich ist das an dem ganzen Internet, das Abklärung, das Wichtigste, was du hast. Und wir denken, so weit kommen, dass man da mal dann der Schule fängt und so will man Religion einem beibringen. Oder so Sachen einem beibringen, dass man den Kanner von Klängen muss beibringen, halt du musst drauf passen, dass du an den Leuten. Und dann, wie gesagt, auch du eben Kanner abklären, so, und dass du kann da geschehen, wenn du Foto in drauf setzt. Das ist nicht sicher, den Foto kann überall gebraucht werden, der Kopf von dem Foto kann auf andere Fotos, wo der Körper dir nämlich gehört, der mal abtauchen und so weiter und so fort. Das kann man da ein Foto passieren, dann hast du Nein, ich sehe, dass ich beschuss, dass ich ihn abpasst, wem ihm so etwas geht. Das soll vielleicht nicht, dass ich allen Menschen, der die Foto durchschickt oder jeden Fremden Zugang geht, weil auch an dem Facebook sehe, da gibt es schon Kompetitionen, wo die Leute gucken, wen hat die meisten Freunde. Sie kennen sie gut nicht, sie wissen nicht, wen das mehr ist. Schon 3.750 Freunde, das ist immer flott. Und die 3.750 Freunde können noch mehr Fotos gucken, wo meistens. Und du hast es vielleicht für den Kanner so Sachen beizubringen und so mal für was liest du überhaupt den Foto gucken kommen. Das ist für mich also die Abklärung, was das wichtig ist. Voilà, das ist halber Zing, man hat gesagt, man geht vorbei, ihre pünktlich, sie sind ein feierlich Ständchen, aber das verzeiht reiß, merci d'annoncer le pot donné à l'extérieur, da geht es die Pato bausen, also für die, die nach Frauen haben, ich schon ein paar Hände gesehen, wenn sie durch, die Leute laufen nicht vor, dann dem noch wird die Frage geachtet, dass kannst du dich an ihren Eck zurück sein und du kriegst einen direkten Antwort. Ich denke, da dass noch alle Hörer halbande schockiert sind über die Zahlen, die hier präsentiert sind. Ich meine, Jüdfried hat sich eine Vorstellung gemacht, hat da geguckt, ich bin so extrem, da muss ich ehrlich so sind, schockiert. Dafür Felicitationen und alle gute, die an der Matthias hier schaffen. Und die Klangfrau, die ich habe, Marco, war just die, hat gesagt, in Ava, dass ganz viel Sesie gemacht gehen, dass ganz viel Täter gefangen gehen in letzter Zeit. Ist das, weil Interpol so ein gut Arbeit macht, oder ist das effektiv? Mit Beantwortung von der dritten Frau, die geht das da draußen. Schlussfurt brauche ich dann auch noch nicht mehr zu haben, dass das auch geschieht, dass man da entlassen ist, ob der Partner mich auch macht.